Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Trek Online. In der nächsten Folge, vor dem letzten Mal, ja, so spannend war und wir haben uns noch nicht einen Millimeter bewegt seitdem. Ach, ich bin mal auf dem Stuhl hin und her gerutscht. Ja, auf dem Stuhl. Ja, hallo Whitestone. Jetzt kann ich selber mal schauen. Bei Captain Wissenschaftszweig, was funktioniert mit dem Tarts Player nicht mehr ganz so gut? Ja, das ist passt schon. Das ist, was ich mit ihm teste. Ach so. Ah, jetzt. Ah. Genau. Ja, Whitestone, ja, ich bin wieder im Land seit Samstag. Jetlag überwunden. Und jetzt geht's los. Was machen wir jetzt? Teilst du eine Mission mit mir? Front. Teile die Mission mit mir. Was haben wir denn hier? Erfahrung. Elegante Jacke. Oh yeah. Ah, na cool. Zeitagenten, Personen, Schutzschild, Minigun, Plasma-Explosion. Zeitagenten-Panzer. Bei der Mission spielen wir jetzt vor allem, weil du kennst sie ja noch nicht. Das ist ja nee. Die neue Mission, deswegen. So, dann. Machen wir dir. Wieso zuckt denn eigentlich mein Schiff so? Autonavigation. Ich flieg schon mal los, wa? Mhm. Sie folgen mir unauffällig. So, wie schnell sind wir überhaupt mit dem Ding? Kurzer Test. 12,34. Naja, das ist nicht so. Wo ist mein Transport? Das ist ausgebaut. Kleiner Hinweis, wenn du auf dem Boden bist, dann musst du wahrscheinlich deine Fähigkeiten unten neu einziehen, vor allem, dass das für Waffenfeuer angeht. Ja, die musst du schon im Raum machen. Kann es sein, dass Don ein bisschen aufgedreht ist? Ja, natürlich ist der ist ja auch aufgeregt, weil er endlich wieder hier mit euch streamen kann. Es ist jetzt seit 3 Wochen das erste Mal, dass ich wieder STO spiele. Was erwartet ihr denn da von mir? Ich bin nicht so gefühlskalt, wie alle immer behaupten. Dein Schiff ist schneller wie meins. Ich habe ja auch Schlüpfer-Stream, Mann. Ich auch. Und es sieht aus, als wenn ich mit Raketenantrieb unterwegs wäre. Ja, ich habe hier diesen, Breen Eiskaltantrieb drin. Also hier die Optik. Und das sieht aus wie so ein Raketenantrieb. Wie es geht mit STO? Ja, ich habe mich vorhin eigentlich ziemlich schwer getan, den Aufnahmeknopf tatsächlich zu finden. Also ich habe dann eine kurze Zeit lang auf die Tastatur gestartet und geschaut, wie das eigentlich gehen könnte. Das war ein bisschen komisch. Fliegst du noch? Ich bin da. So, deswegen komme ich näher. Jetzt fix ist das weit weg. Ui. Gut, ich gebe mal 3 Wochen und er ist noch nicht vom Stuhl gefallen. Ja, nee, ich habe mich einfach draufgesetzt. Nee. Interessant, wie ich hier ankomme. So, beginnen die temporale Front. Accept. Wäre jemand anders dabei? Na, oder? Ja. Mal hier ein bisschen was anderes machen. Phaser bewegen. Was? Phaser feuern, Bewegung AWSD. AWSD. Wann weißt du noch, wie es geht mit Sto? Ja, ne? Also man fliegt Schiffchen und man rennt auf dem Boden rum. Man rennt mit Schiffchen auf dem Boden rum. Ich schaue durch mein Schiff. Hahaha. So. Das Game ein bisschen leise. Es geschieht wirklich, Admiral. Die erste Konferenz zwischen den großen Mächten der Allianz. Wenn man ihre Schlüsselrolle bringt, die zu diesem Treffen geführt haben, werden die Anführer und Botschafter sicherlich um ihren Rat bitten. Wir sollten sie nicht warten lassen. Spoilerst du mich eigentlich? Ich dich, nö. Okay. Was nimm ich? Ist dir überlassen, ich habe die Mission schon gespielt. Alles deine Politiker können doch etwas warten. So, jetzt muss ich mal schauen, du hast gesagt, ich muss ja was reinziehen und du hast tatsächlich unten, recht, das Ding ist hier. Ja. Wieder, Das haben so ziemlich viele. Und ich demnach auch. So, Dämpfungs... Vor allem, was das Primär- und Sekundärfeuer angeht. Whitestone, mein Screenshot von der TOS Enterprise hat schon 6 Likes, da ist noch mehr drin, oder? Ja, natürlich. Kannst du ja gerne mal den Link zu dem Bild hier mal reinposten, dann gucken wir, wie viele Likes wir zusammenkriegen. Neuronaler Dingens. Notschild konnten. Ach ne, der. Das ist ja sogar der noch da wäre. Paradoxberichtiger. Ist mal, kann ich ja noch ein bisschen aufklären. Es gibt ja. Bienchen und Blümchen, ich weiß. Du weißt ja hier, PWE ist ja auf FedCon. Wir sind ja auch auf FedCon, ne? Echt? Du weißt ja Bescheid. Gibt momentan auch ein Screenshot-Wettbewerb. Deswegen posten die ganzen Leute schon wie verrückt Screenshots, denn man kann sich als 3D gewinnen
in einer Odyssey-Uniform. Wie In-Game oder Echt-Game? Also Echt-Game. Okay. So als 3D-Drucker-Puppe, so eine Richtung. Okay, auch nicht schlecht. Ja. Jetzt, ach, hier, Gewehrkolbenschlag. Das Ding jetzt nochmal hier rein. Zeig mir mal dein Kolben. So. Bam. So, erstmal müssen wir hier vorne mit der wunderschönen pinken. Was ist denn das? Bist du? Ja, warte mal, die Waffe, was ist das für eine Waffe? Das ist das TR-Dings. Das ist nicht das TR-Dings, was ich... Die haben das optisch überarbeitet. Na, aber hallo, haben die das optisch überarbeitet? Ja. Das sah das alte aber cooler aus. Wieso, so sieht jetzt wenigstens aus wie jetzt in der Serie. Ja, aber trotzdem sah das alte cooler aus. Jetzt sieht es aber aus wie in der Serie, das ist viel wichtiger. Aber es sah cooler aus. Das sieht aus wie eine Pumpgun von der Klingonen. Das hier? Ja. Nö, nicht mal ansatzweise. Doch. Nix da. Es ist viel mehr Canon. Ja, aber nicht so schön optisch. Boah, eine Pissnelke, ey. Ja. Alter, hat mir besser gefallen. Was? Hast du gerade geschossen? Alter, pass mir auf hier. Wo du hinzielst. So. Also mit der Madame hier musst du sprechen. Ja, ich muss mal wieder rauskommen. Mit Lieutenant Xavier sprechen. Ja. Grüße, ja, hallo. Was macht denn Lieutenant Commander in der Ehrengarde? Sich langweilen. Sie würden den Fenrich als Ehrengarde erwarten, nicht wahr? Wie gesagt, ihr habt es eh schon gespielt, oder? Also ich hab schon gespielt, ja. Also schon online hier und veröffentlicht. Ja, mit mehreren zusammen. Dann ist schon Weichen her. Ich verstehe es. Ich bin sicher, dass ihre Vorfahren von mir sich stolz machen werden. Müssen wir wieder mit allen reden, wa? Meine Romulus-Idee ist ja schon weg. Wieso soll deine Romulus-Idee weg sein? Es freut mich, Sie nicht zu treffen, Admira. Ein kleiner Schritt, nicht wahr, Herr Präsident? Mach ich früher zu groß sagen. Ja. So. Dann muss man schon sagen, was du klickst, ne? Warum? Klick halt einfach. Ja, klick halt einfach. Nee, das ändert alles. Wie, die Zeitlinie? Das sind Entscheidungen, die du ja triffst, was die Handlung ein bisschen ändert. Aha, oh. Ja, es ist so. Es macht später auch einen Unterschied, ob du jemanden tötest oder jagst oder so weiter. Das ist. Ich habe das erste genommen. Besonders dafür noch hoffentlich verläuft diese Konferenz besser als die auf Kitomir. Ich glaube, dass der Frieden länger als anderen halten wird. Und da befinden wir uns auf dieser großen genau, Kreises. Unsere Feinde werden nicht unbedingt bleiben, während wir vorrücken. Neuer Konflikt betrifft uns alle ganz nur gemeinsam werden wir vorrücken. Unsere Feinde werden nicht untätig bleiben. So, jetzt mit Detan sprechen. Detan? Detanne? Prokonsul Detan. Jalandru, Admiral, wir sind wahrhaftige Zeugen unserer Geschichte, wenn wir nur, mein verehrter Mentor, Botschafter Spock, diesen Tag erleben könnte. Wenn ich so zurückkehren in mir ein uraltes Spiel von Erden sind, aber sie werden ihre Schwester zu Pflugscharen machen. Was? Nee, Schwerter. Ich hab jetzt echt Plüschtiere gelesen. Sie werden ihre Schwerter zu Plüschtieren machen. Ich glaube, ich habe gerade Schwester vorgelesen. Sie werden ihre Schwester zu Pflugscharen machen. Ich war jetzt so auf Plüschtiere fixiert, dass ich deine Schwester nicht gehört habe. Meine Güte. Okay, ich habe keinen Zweifel, Sir. Und dennoch, trotz der Rückzug der Ikonianer, viele Feinde der Galaxie, Welten wieder aufgebaut werden, scheinbar brauchen Schwerter als auch Pflugscharen, Admiral, starke Allianz. Wenn sie Frieden möchten, dann bereiten sie sich auf den Krieg vor, scheint angebracht, ein gutes Admiral. Ein gutes Argument pro Konsul. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Ach, hier sind auch noch welche. So, jetzt müssen wir noch mit den anderen Botschaftern reden. Ja, machen wir es abwechselnd. Ich fange jetzt mal. Ja, okay, du hast jetzt Krenn, genau. Wo hast du das jetzt her gesehen? Hast du schon gesehen? Hallo, Admiral, ich habe gehört, dass man auf dem Treffen bla bla bla. Ja, das stimmt, Bajor sehen sich nach Frieden und Prophezeien. Wollen es so. Einverstanden. Ja. Dann mache ich mal Skill. Ich hab voll den Skill. Ey, Alter, ich hab voll den Skill. Ich grüße Sie, Admiral. Was für eine Versammlung heute, nicht wahr? Voll geskillt, ey. Man hat eigentlich schon jemand. Entschuldigung. Man mag hoffen, dass sich die große Mächte neben all diesen Skill bracht, noch an das verlorene Volk von Cardassia Skill erinnert. Ganz besonders an die weißen Skills. Erste. Hat eigentlich schon jemand gesehen in der Kamera, was ich da für einen Hut auf hab? Also Mütze, heute. Ich hab den Stream gar nicht an, ich seh's nicht. Oh, weißt du. Da soll er die ganze Zeit hier rum experimentieren mit Stream und allem möglichen und wenig ja, CPU. Du ziehst dich bloß um. Ich hab wenigstens produktive Sachen. Wieso? Ich war im Urlaub, das muss reichen.
Ich habe übrigens, achso, das soll ich vorhin, ich habe tatsächlich nämlich mal geschaut nach Jobangeboten bei der NASA und ähnlichem, ne? Nachdem Echt? Ich dort war. Und? Es ist so geil. Am meisten in Kalifornien, die meisten Sachen. Ja, ja. Aber, also ich muss sagen, dieses WAP, dieses Vehicle Assembly Building, so wie ihr das in Kerbal auch kennt. Ja. Das Ding ist riesenscheiß groß. Und das ist noch eine Untertreibung. Das Gebäude meinst du? Das Gebäude, also da haben sie noch, bevor so ein paar Stellen zum Vergleich, das eine habe ich mir gemerkt, das Empire State Building, das kennst du. Ja. Dieses WAP hat 3,5 mal das Volumen des Empire State Buildings. Ja, aber es passt ja auch die Freiheitsstatue rein und alles, ne? Ach, die Freiheitsstatue, das ist ein Klacks, das ist ein... Ja, ich meine ja, das passt ja alles rein. Das ist ein Vogelschiss. Was hast du beim Surah genommen? Noch gar nicht, ich habe noch gar nicht vorgelesen. Achso, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, das muss ich einfach mal so sagen, das ist echt beeindruckend. Vor allem, wenn du bei der NASA reinkommst, die haben einfach so einen Raketengarten, wenn du reingehst. Ne? Also, wo sie so die ausgestellt haben. Denkst du dir, boah, ey, ganz schöne Dinger. Dann stellst du fest, das war nur die obere Stufe. Und so als Kerbal-Spieler kannst du dich ja ausmalen, das Ding unten drunter ist eigentlich das große Teil, ne? Ach, das meinst du es sehr. Was? Na gut, du kannst immer noch, ich habe ein Föderationsschiff, du kannst immer noch ein Romulaner-Schiff noch reinpacken. Das war ja eher das Ding mal mit den Panorama, was wir getestet haben. Was? Man kann doch trotzdem machen, das ist doch nicht schlimm. Außerdem werde ich mich sowieso von den ganzen Gewinnspielen fernhalten. Selbst wenn ich gewählt werde, werde ich das nicht annehmen. So, Grüße Admiral, wir stehen auf der Schwelle einer großen Reise für alle Weisen der Galaxie, Wesen der Galaxie. Nun, die Ferie möchte wie immer ein Gleichgewicht finden. Dies wird eine größere Herausforderung als, aber wir dürfen sie nicht vergessen. Ja, der Wunsch nach Wunschgleichgewicht, ehrenhaft Botschafter. Ja. Was ist denn eigentlich, wenn du und ich mir was Verschiedenes nehmen? Hat jeder eigenes Fenster. Nee, ich meine, wenn sich dann die Story danach ändert, meine ich. Das weiß ich nicht. Admiral, es ist schön, Sie zu sehen. Wenn man Ihre Taten während der ikonianischen Konflikts bedenkt, ist es nur logisch, dass Sie ebenfalls über das künftige Weg der Allianz bestimmen. Wir müssen aus dem Chaos aufsteigen und von Vernunft leiden lassen. Ja, das Erste. Ja. Und? Noch ein Ulfgar? Mhm. Machst du den? Hab grad getrunken. So. Botschaft auf der Uni. Auch wenn Riegel 34,257 hoch Quadrat 12 sagt, Krieg ist gut fürs Geschäft, glaube ich, dass ich meinen Anteil erreicht habe. Aber wenn die Gerüchte wahr sind, dann brauchen wir Riegel 35,92 geteilt durch 7 mal 5. Frieden ist gut fürs Geschäft? Seit wann denn das? Ich dachte, Krieg ist gut fürs Geschäft. Genau, mögen die Geschäfte gut sein. Die Märkte haben in den letzten Tagen die Kriege sehr gelitten. Ganz doll gelitten haben die. Erste. Okay. So. Haben wir es jetzt endlich durch? Le Text. Auf jeden Fall, sehr brauchst du keine Angst haben. Poste Bilder, was du willst. Weil meine Bilder werden nicht bei den Gewinnspielen mitmachen. Achso, ich dachte, sie werden nicht gewinnen. Nee, bei diesem Screenshot-Wettbewerb. Ich habe zwar die Bilder gepostet, aber ich werde eh nochmal die Wand und sagen, dass sie die Bilder nicht mitnehmen sollen. Ich sehe es aber zwar gern, ich weiß ja nicht, wie er die präsentiert, ob er die ausdruckt oder so. Weiß ich ja nicht, aber auf jeden Fall will ich nicht, dass die bei den Gewinnspielen mitmachen. Aufmerksamkeit. Weil ich mich euch gönnen. Die Zeremonie beginnt bald. Ich bin so froh, dass wir es einrichten konnten. Da hinten ist. Hier ist der Liederne. Präsident Okak. Oh, es ist Zeit. Ja gut, wir sollten die Geschichte. Was? Du hast mir mein Phone weggeklickt, dann klicke ich dir seinen weg. Ach so? Ja. Gehen Sie zur Konferenz. Nö, danke, kein Getränk. Mag nicht. Ein bisschen Tagpisse? Nein, das ist der andorianisches Ale. Das ist der blaue. Das ist Andorianer. Hello, delegates, honored guests. We stand. Oh,
Ach, soll man das für ein Weichei Zeug zu stark, ne? Hm. Das war ein aufgelöster Fisherman's Friend. Ich bin bewusst, dass gerade der Kanzler gestorben ist. Und der Gorn zeigt mit dem Finger auf die Alte. Zu zeitig gesprungen. Ja. Sonst flackern die Hologramme aber mehr. So, jetzt müssen wir fangen sie den Assassinen. Ist hier auch jemand? Jesus, ey, wann hast du eigentlich einen TR 115? Hab ich geschenkt bekommen. Dankeschön nochmal. Was? Von wem denn? Bei unserem Borg-Stream. Ich muss ehrlich dazugeben, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Liegt einfach daran, dass ich ein extrem schlechtes Namensgedächtnis habe. Ich guck gleich nochmal. Ich hoffe, ich habe die E-Mail noch. Ich hoffe, vor allem derjenige guckt jetzt gerade nicht zu. Ich habe es echt vergessen. Ich habe ein scheiß Namensgedächtnis. Namen und Datum, das ist mein Schlimme. Also, Sin befragen. Geht jetzt gucken, was man auswählt. Ich lese einen Assassin. Sie! Wieder mischen Sie sich in die Angelegenheit anderer ein, Alien! Ich kenne Sie nicht, freundlich. Der letzte Schlag muss Sie verwirrt haben. Wir sind uns nie begegnet. Letzte? Ja. Nein, ich schätze nicht. Sie sollten wissen, ich bin Spezialist Grog. Ich bin ausgebildet worden, jegliche Art der Folter zu widerstehen. Fragen Sie mich, was Sie wollen, aber ich werde nicht kooperieren. Ich muss gerade. Oh, das ist leider nicht spiegelverkehrt. Das tut mir jetzt gerade leid. Hallo, Tevis! Um das mal so ungefähr in dem Tonfall, wie er es gerade im Chat geschrieben hat, zurückzutun. Ja. Und er hat gewollt, was ist denn das für eine Mütze? Ja, leider spiegelverkehrt, tut mir jetzt direkt leid, aber. Das wird sich zeigen, Spezialist. Jemand, der von ihrer elenden Spezies frei sein wird, nehme ich an. Und das bald. So, hier habe ich letztes Mal mit den Timeras die diplomatischen Lösungen gewählt, weil er das konnte, was wir jetzt hier nicht können. Doch, ich kann es. Okay, dann mach du's. Wissenschaft. Ihren Chronitonenlevel nach sind sie aus dem 29. Jahrhundert. Most astute alien. Ne? Sehr scharfsinnig, Alien. Oder nur geraden? Scheint treffender zu sein, denke ich. Also, für dich jetzt auch nochmal, ich habe nämlich eine NASA-Mütze auf. Ach so. Ja, das ist voll cool. Also, ein Ende für das Logo, das ist einfach nur krass. Ich bin sonst kein so großer Merchandise-Fan, aber es ist NASA. So, das 29. stimmt. Nächste Frage. In diesem Raum einfach einen Fuß vor den anderen setzen. So läuft man, ohne dass man umfällt. Jetzt sind sie schlauer, nicht wahr? Mit etwas Übung können sie diese Technik schon bald beherrschen, auch wenn ich da so meine Zweifel habe. Ein richtiges Laufen-Tutorial hier. Ihre Kleidung ist dramatisch, ihre Verkleidung muss die Sicherheit der Botschaft getäuscht haben. Vielleicht konnten sie die Transportersicherheit überwältigen, vielleicht eine persönliche Tarnvorrichtung? Egal, was willst du denn? Tarnvorrichtung? Ein ungeschickter, kindischer Versuch der Vernunft. Erbärmlich. Das ist jetzt, ziehen wir die Wahrheit herausfinden. Weiter. Einer meiner Männer ist 1000 von ihren scheußlicher Spezies wert. Okay, ich kann Taktik machen. Ja, was ist es? Sie sind allein. Ich erfasse hier niemanden sonst. Taktik, aha. Da darfst du es bei mir auch auf. Korrekt, sie sind nützlicher, als ich es ihnen zugetraut habe, Mischling. Nee, Tevis, das ist nicht, das ist der große Bruder von der NASA, von der NSA. Die haben ja mehr Buchstaben drin. Korrekt, sie sind nützlicher, als ich ihnen zugetraut habe, Mischling. Wir bezaubern für eine andere Frage. Suchen Sie am Himmel nach einem Stern, im Angesicht des Todes, dann finden Sie vielleicht meine Heimat. Ein Stern aus des Todes, Hobus, sie spielen hier auf Nacht. Kannst du irgendwas anderes, nur drei Stück auswählen? Ja. Aus dem zukünftigen Devon. Im Endeffekt kann es ja nur Nakul sein, das sind ja nie Nakul. Achso. Ja, Nakul.
Das ist doch cool, oder? Ja. Sein wundervolles Strahlen wird wieder zum Kosmos zurückkehren. Es ist Schicksal. Wie denn? Und nun? Oh, da kommt jemand. Was? Aber bevor wir den Johnny Walker fragen, nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.